Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wartet eine wundervolle Yin-Yoga-Einheit für deinen Oberkörper auf dich und du brauchst wie immer nichts außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte. Wir beginnen am Ende deiner Matte im Fersensitz. Du richtest deinen Oberkörper auf und um hier erstmal ganz bewusst anzukommen, atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben und atme aus, über die Seite nach unten. Atme ein, über die Seite nach oben und atme aus, über die Seite nach unten. Ein letztes Mal einatmen nach oben und diesmal mit der Ausatmung. Klappe nach vorne, setz deine Hände auf, bring deine Knie direkt unter deine Hüfte, spreize deine Hände, einatmen in die Kuh, ausatmen in die Katze, einatmen und aus. Tiefe Atemzüge. Erstmal ein bisschen Schwung in deinen Körper bringen. Mach das in deinem Tempo. Und ein letztes Mal. Aber nun bleib in der Katze. Spür, wie deine Schulterblätter auseinandergezogen werden. Und wenn du möchtest, dann kannst du ja mal deine rechte Schulter ein bisschen weiter nach vorne bringen. Und dann die linke, um einfach mal in verschiedene Bereiche deines Oberkörpers reinzuspüren. Na, du kannst auch mal mit dem Becken kreisen. Tu das, was sich für dich gerade gut anfühlt. Und komm dann in der Mitte, in der neutralen Position an und wir gehen in unsere erste Yin-Yoga-Position, in die Puppy Pose und dazu läufst du mit den Händen nach vorne und gehst tief mit deinem Oberkörper. Nun kannst du hier entweder deine Stirn aufsetzen oder aber dein Kinn, um noch ein bisschen weiter nach unten zu kommen. Du spürst automatisch, wenn du dein Kinn aufsetzt, noch eine tiefere Dehnung. Es ist vollkommen in Ordnung, auf der Stirn zu bleiben. Ich bleibe jetzt hier erstmal auf der Stirn und wechsle dann in die Kinnposition. Sinke tief in dieses Asana hinein. Und lass deinen Atem fließen. Hier ganz bewusst bei dir an und spür in deinen Körper hinein. Und wenn es Bereiche gibt, wo du merkst, dass dein Körper festhält, du merkst, dass du verspannt bist, dann atme genau in diese Bereiche tief hinein. Mit dem Einatmen schickst du ganz viel Aufmerksamkeit, Liebe in diesen Bereich. Und mit dem Ausatmen gibst du dir selbst die Erlaubnis, alles loszulassen.
Wir wollen noch einen tiefen Atemzug. Und mit dem Ausatmen hebst du dann langsam den Kopf und verlagerst nun dein Gewicht nach vorne auf deine Unterarme. Senke den Bauch und das Becken nach unten und komm hier eine kurze Cobra hinein. Und dann einatmen, senke langsam den Oberkörper nach unten. Und jetzt bringen wir den rechten Arm unter dem Körper hindurch, nach links. Und du legst deine rechte Schulter hier ab. Und dann legst du wieder deine Stirn oder deine Schläfe ab. Und dann legst du deinen linken Ellenbogen auf den rechten Unterarm. So, ich habe das immer in Handgelenkhöhe. Und dann machst du es dir hier bequem. Und auch in dieser Position. Atme tief ein und aus. Das Schöne an Yin-Yoga ist, wir können immer die Augen schließen und in dem Moment wirklich komplett bei dir sein. Und du siehst nichts. Wenn du dich auf die Musik konzentrierst, dann hörst du auch nur die sanften Klänge. Nimmst dich hier quasi für ein paar Minuten aus dem hektischen, manchmal auch sehr lauten Alltag heraus. Und das bringt dich in deine Kraft. Atme tief ein und aus und komm langsam aus der Position heraus. Hol dir jetzt deinen rechten Arm zurück, lockere die Schulter ein bisschen auf und dein linker Arm, der bleibt jetzt genauso liegen. Dein Ellenbogen ist auf Schulterhöhe und deine rechte Hand nimmst du jetzt unter deine rechte Schulter. Beuge dein rechtes Bein und nun drehst du dich langsam auf die linke Seite. Und wenn du möchtest, kannst du hinter dir deinen Fuß aufstellen. Wenn dir das aber zu viel ist, dann ist es eine ganz schöne Dehnung für den Brustmuskel, dann leg das Bein gern angewinkelt auf der rechten Seite ab. Dann ist der Druck bzw. die Dehnung nicht so groß. Na, schau, was passt da für dich. Und atme. Atme tief ein und atme aus. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Mach das Bein ab. Lockere deinen linken Arm. Und setz dann beide Hände wieder unter der Schulter auf. Und dann bringen wir den linken Arm nach rechts. Leg die Schulter ab. Leg deine Schläfe, deine Stirn, was auch immer sich gut anfühlt, ab. Und leg nun deinen rechten Ellenbogen auf den linken Arm oder auf das Handgelenk, da wo es gut ist. Halte diese Position wieder und lass los. Und so oft, gerade am Anfang meiner Yin-Yoga-Zeit, habe ich gemerkt, dass ich meinem Oberkörper schön loslassen und dass sich das auch wunderbar anfühlt, aber dafür im Unterkörper richtig angespannt war. Und deswegen darfst du da gerne mal hinspüren und ein bisschen von Seite zu Seite bewegen, einfach
wirklich zu sehen, dass dein ganzer Körper entspannt ist. Das ist das Schöne an Yin-Yoga. Es geht hier nicht darum, in die Dehnung sich hinein zu zwängen, sondern dich in der Position wohl zu fühlen, was auch immer das bedeutet. Und ja, oft ist es so, dass wir uns wünschten, ich würde gern weiter nach unten kommen oder entspannter sein. Aber es ist ein Weg, es ist wie alles, auch Yin-Yoga ist ein Weg, den wir ganz langsam, aber beständig beschreiten dürfen. Und atme tief ein, atme aus, heb deinen Kopf, hol dir ganz langsam den linken Arm zurück, lockere die Schulter, lockere den Arm, dein rechter Arm bleibt genauso liegen, die linke Hand geht jetzt unter die linke Schulter, linkes Bein anwinkeln und dann drehen wir uns hier nach rechts auf. Und vielleicht ist das hier die Position, wo du sagst, ja, okay, mehr geht heute nicht. Aber vielleicht kannst du auch ganz gemütlich deinen Oberkörper nach unten senken. Und wenn dir das zu viel ist mit deinem Bein, dann schau, wo tut es dir gut. Das ist wichtig, ja. Es geht, wie gesagt, nicht darum, irgendetwas zu erzwingen. Es geht um das sanfte Hineingleiten in die Dehnung. Und in der Dehnung dann auch wirklich zu genießen, wie gut sich das anfühlt, wenn die Muskeln loslassen. Und wenn die Muskeln loslassen, dann lässt auch du automatisch los mit deinem Gedankenkarussell. Die Sorgen, die Ängste, die Zweifel, die uns doch tagtäglich bewusst oder unbewusst heimsuchen. Jawohl. Und einatmen, ausatmen, komm langsam zurück zur Mitte. Leg das Bein ab, lockere sanft deinen rechten Arm auf. Bring dann beide Hände unter die Schultern. Heb deinen Oberkörper an, heb dein Becken und wir kommen in die Child's Pose. Mach es dir hier bequem. Schieb erstmal die Hände nach vorne Richtung Mattenanfang. Sinke in diese Position hinein. Und dann gehen wir in die letzte Yin-Yoga-Position. Hol dir jetzt die Hände unter die Schultern. Und anstatt hier die Stirn aufzusetzen, schau mal, dass du den Kopf, die Nase Richtung Knie bringst und hier deinen Oberkopf aufsetzt. Es gibt so eine wundervolle Entspannung in deinen Nacken, in deine Schultern und es zieht wirklich die ganze Wirbelsäule hinunter. Je näher du deinen Kopf oder deine Stirn besser gesagt Richtung Knie bringst. Und auch hier, was mir anfangs immer auffiel, dass ich hier total verkrampft in den Schultern war, weil ich unbedingt diese Dehnung spüren wollte. Du darfst hier wirklich loslassen. Du kannst auch mal die Handrücken auf die Matte legen, das hilft oft. Deine Schultern wirklich nach unten schmelzen lassen. Einfach reinspüren. Es gibt so viele Variationen, allein von der Child's Pose. Hier so viele Vorteile mit sich bringen. Jede hat andere.
Mein Tag beginnt immer mit der Child's Pose und endet auch immer mit der Child's Pose. Und für mich einfach dieses Zeichen, ganz bewusst bei mir zu sein. Und dem Körper nochmal den Impuls geben, es ist alles okay. Du kannst alles loslassen, was dich beschwert, und mit Leichtigkeit in den Tag gehen oder eben in die Nacht gehen. Und ich schlafe so viel ruhiger, bin auch nachts so viel entspannter. Ich bin ganz oft nachts aufgewacht und hatte meine Schultern nach oben gezogen. Mit so einer einfachen Position kannst du so viel bewirken. Eine Minute Child's Pose vor dem Zu-Bett-Gehen und schau, was mit dir passiert. Und einatmen, mit deinem nächsten Ausatmen richtest du dich ganz langsam auf, legst deine Schultern nach hinten unten, atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben wie zu Beginn, atme aus nach unten, atme ein nach oben, atme aus nach unten. Und ein letztes Mal, atme ein, nach oben, setz die Hände aufeinander, bring sie vor dir, auf die Brust, Hände in Samastiti. Jawohl, und du hast es geschafft, du hast dir diese kleine Auszeit für dich genommen, dir und deinem Körper etwas Gutes zu tun. Danke dir, dass du hier dabei warst, und freue mich auf das nächste Video mit dir. Hab einen wundervollen, ganz bewussten Tag.